Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich mache mal wieder eBay-Funde und da haben wir auch gleich den ersten hier. Ein Mephisto exklusiv Schachcomputer, exklusiv 5 Schachcomputer. Vermutlich auch wieder geerbt, anders kann ich es mir nicht erklären. 499 total überzogene Euro. Ich weiß nicht, was in den Köpfen mancher Leute vor sich geht. Da sehen wir mal hier erstens das hier. Das ist das Gerät selber. Man sieht hier geschickt entwertet, indem man mit dem Edding Koordinaten drauf gemalt hat. Da geht es schon mal los. Das haben wir auch noch nie gesehen. Dass einer ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, bei einem meiner Schachcomputer Koordinaten drauf zu malen. Wie bescheuert ist das denn? Ja gut, jetzt sind die Figuren sind hier dabei. Sieht man das so im Bild? Ja, ich glaube doch. Netzteil und alles, aber 500 Euro. Auch wenn der Koffer dabei ist, das ist doch ein bisschen arg teuer. Dann sehen wir das nächste Bild hier. Da sehen wir, die Figuren sind. Es ist natürlich alles in gutem Zustand, ist ja klar. Ja, das Problem ist hier, man malt nicht auf ein Computerbrett. Ich wüsste auch nicht, ich glaube auch nicht, dass man das wegbekommt, muss ich ehrlich sagen. Denn das wird wohl so alt sein schon, das willst du schon richtig schön. Wird richtig wunderschön da reingegangen sein in das Holz. Hier sieht man nochmal hier das Haar. Was soll man dazu sagen, es ist ein MM5. Der Zustand mag ja gut sein hier, man sieht es auch an den Tasten. Also es sind keine Tasten hier, die wahnsinnig, ja, wie soll ich sagen, hier, die Reset-Tasten sind ein bisschen angenagt. Was soll ich dazu sagen, es ist der Mephisto exklusiv, es ist nicht der Mephisto München und ob man den Koffer dabei unbedingt braucht. Also 500 Euro würde ich nein sagen, muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig berauschend, das Ganze hier. Und es ist auch nicht so was wahnsinnig Besonderes, so ein Exklusiv 5. Dann hier das nächste Gerät. Ich muss ehrlich sagen, bei solchen Preisen 800 Euro und dann erwartet er noch Gebote. Und wie, es ist ein Exklusiv, es ist kein München. Ein Exklusiv, kann man nachgucken, was es überhaupt ist hier. Ein Vancouver 32-Bit. Ja, was soll man dazu sagen? Total überzogen, der Preis. Da holst du dir zwei Stück von, da kannst du dir gleich dieses, mir fällt nie der Name von dem Modul ein, wo man, das ist so ein Emulationsmodul, da sind quasi ganz viele Schachcomputer auf dem Modul drauf, das ist auch so ein, Art Tastenmodul ist das, dann Displaymodul, jetzt nicht sowas hier, das ist nur, ein größeres Display hat das dann. Und da kann man, glaube ich, ganz viel. Ich weiß gar nicht, welche, ob das alle Richard Link Schachcomputer dann da drauf sind auf diesem Emulationsmodul. Aber das macht eigentlich das hier überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Gut, es ist ein Vancouver 32-Bit. Man sieht es aber nicht im. Ja, doch, hier sieht man, es ist im funktionsfähigen Zustand mit der Anleitung hier dabei. Aber 800 Euro, das ist Minimalgebot, das ist wirklich hier. Und dann nur 6 Tage hier. Das ist 1150 Euro. Das ist wirklich überzogen. Das ist ja, was kostet dieses Rus-Modul oder was das ist? Das kostet, glaube ich, 1400 Euro. 1150 ist auch gefährlich nah an diesem Preis dran. Deswegen würde ich hier auch sagen, lieber nicht. Für diesen Wert, was vor allem, man muss sich ja vorstellen, was du für diesen Wert alles bekommst. Da kannst du dir, ja, den Centaur, das ist nicht jetzt unbedingt, also theoretisch, obwohl, sagen wir mal, man könnte sich ein DGT-Brett holen für 800 Euro. Also, auch ein schönes Rosenholz-DGT-Brett. Und dann hast du immer noch 350 Euro über. Und das kostet die, die DGT-Pi ja noch nicht mal. Da holst du dir die DGT-Pi dabei. Und dann habe ich irgendwie gelesen, mit einer Flashkarte könnte man die Emulatoren drauf laufen lassen. Dann hast du immer noch Geld für die Flashkarte. Und da kann man das da wesentlich günstiger machen. Also, das ist günstiger nicht, aber wesentlich besser. Also hier würde ich auch wieder sagen, nein, ich weiß auch nicht. 800 Euro. Ich weiß ja nicht, wer das beobachtet. Und hier den Mephisto Mobil, den 5er. Also das sind, ich muss sagen, gefühlt die am meisten angebotenen Mephistos hier auf eBay sind MM5, MM4, MM2. Das sind so die allermeisten, die angeboten werden. Also hier ist, ich glaube, das wollte ich jetzt gar nicht so sehr, hier der MM5. Zumindest ist das, wie man das sehen kann, soweit gut erhalten. Es ist der normale Mobil, man sieht die Ecke von dem Display noch in der Aufnahme. Dann hier sehen wir es nochmal, G8F6. Also das finde ich ist immer recht wichtig, dass man sieht, dass hier ein Zug angezeigt wird.
Haben wir hier das Tastenmodul selber. Sieht auch okay aus. Und hier, da sehe ich jetzt auch nicht sowas dran. Also er scheint geschlossen zu sein. Das ist für mich, ja, die Kontakte sind okay, aber wichtiger für mich zu sein, dass hier das Modul geschlossen ist. Das kann man 154,95 €, 138 Gebote. Also die 5 Euro kann man draufhauen, sagen wir mal 160 Euro. Ja, okay, das, ich habe damals 115 bezahlt für das MB5-Modul alleine. Ich glaube 120 sowas. Das wäre dann 30, sagen wir mal 40 Euro für das Mobilteil. Kann man bestimmt machen. Ist okay. Und hier auch wieder mit, also sehr viele Mephisto exklusiv, vor allem 5er am Start. Ist das der 1er? Ist das Mephisto exklusiv 1 für 285 Euro? Das ist auch wieder so eine harte Nummer hier. Sind die Preise so gestiegen in letzter Zeit? Gut, ich habe 2019. Das sind die Springer, diese einfacheren. Das sieht aus wie so ein Rohling, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich meine Figuren hier für die Springer von meinen Exklusivgeräten sehe, dann sieht mir dieser Springer eher aus wie, als hätte daraus der Springer auch entstehen sollen. Es wäre das quasi der Rohentwurf gewesen und dann hätte man die Feinheiten dran gemacht. Ja, der Koffer ist schön. Dieser Holzkoffer. Hier sieht man nochmal das Gerät. Zumindest keine Koordinaten drauf gemalt. Aber scheint ja alles dabei zu sein. Aber es ist da MM1. Ich habe damals für den Exklusiv 2, habe ich mal überlegen. Ich meine 275 Euro um den Dreh bezahlt. Also ein bisschen, obwohl erwartet auch noch Gebote. Ich erwarte ihre Gebote. Ich weiß nicht, woher die ihre Gebote. Nehmen wir mal Kasparov rein. Kasparov Schachtrainer. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eher die sehen mir aus wie von Kirsch und Schester, die Figuren. Für mich ist das eher uninteressant, so ein Kasparov-Gerät. Meistens verbiegt sich dann Franz Morsch-Gerät hinter und er hat auch kein Display hier. Was soll eigentlich dieses Thermometer? Soll das sein, wie er sich einschätzt, oder? Ich glaube, das ist eher drauf gemalt, dieses Thermometer. Diesen komischen Ratings da. Ich weiß es nicht. Also für mich wäre das kein Gerät, was ich kaufen würde. Für 30 Euro Maximalgebot. Ich wüsste jetzt auch gar nicht. Das sieht mir, gefühlt sieht mir das aus wie ein Schachcomputer der späteren Ära. Als sie quasi in Anführungszeichen verramscht wurden. Also als sie, das sieht mir auch sehr günstig produziert aus. Deswegen ist das für mich uninteressant. Vor allem sehr viel Franz Morsch immer in diesen Geräten. Nichts gegen Franz Morsch, aber irgendwann ist mal genug mit Franz Morsch. Also bei den Geräten, die man in der Sammlung hat. Und seitig ist jetzt auch nicht, ja, wie ich sagen, mein favorisierter hier der Mephisto Academy. Den sehe ich auch relativ oft. Einer, ist so total wahnsinnig hier, wieder einer mit diesen vereinfachten Springern. Einer ist so total wahnsinnig, der will 500 Euro für den Mephisto Academy haben. Das ist auch nicht, also wie gesagt, manchmal weiß ich nicht, wo die Leute ihren Waren hernehmen. Das sieht man, man sieht halt trotzdem noch auf dem Bild hier, das Display. Das finde ich immer sehr schön, dass wenn quasi im Foto ersichtlich ist, dass er funktioniert, aber es ist ein Mephisto Academy. Ich habe den Polgar, den Milano. Witzig finde ich hier dran, dass hier das Modul an der Seite raussteht. Also es war wohl geplant, so eine Art Modularität zu machen. Da hätte es dann später noch ein Academy 2 gegeben. Kann sein, dass man aus dem Milano ein Academy noch gemacht hätte, ein Academy-Modul. Das suggeriert zumindest das Modul. Ansonsten würde es ja nicht herausstehen. Ich finde es auch eh ein bisschen mäßig, dass das so raussteht, muss ich ehrlich sagen. Das gab bei der NES, obwohl das war nicht der Federmechanismus, der es dann hat rauskommen lassen. Das, zum Runterdrücken war das eher. Ich überlege gerade, ob irgendwo. Ja, das wäre wohl doch nicht möglich gewesen, dass man das Modul dann ein Stück reindrückt und dann, dass es dann rausspringt.
aber ja, 259 Euro und ich erwarte Ihre Gebote und ja, warum hat denn keiner geboten? Man hier ist weiß das das nächste nicht. Beispiel, es tut mir leid, ich muss es so sagen, für den totalen Größenwahn. Das ist hier Mephisto 68030, das hört sich im ersten Moment ganz toll an. Da könnte man sagen, Sie zahlen nur 1400. Das Rußmodul kostet 1450 und dieses Gerät 1450. Da kann man sich ja besser dieses Rußmodul holen. Da hat man ein neues Modul und hat ganz viele Emulatoren da drin. Und wenn ich mir das auf den ersten Blick so ansehe, sieht es auch nicht so knorke erhalten aus hier, wenn ich diese Ecke schon hier sehe, dass sie so abgefressen ist. Scheint ja noch zu gehen. Es ist ein. Was ist das überhaupt? Ach so, Genius 3830, habe ich gerade gesagt. Das Problem ist, dass der Genius 68030 in Modulform sogar noch weniger kostete als der Porterus 32-Bit. Das war gegen Ende der Mephisto-Ära. Und das ist auch da exklusiv, es ist nicht der München und dieser Preis 1450 Euro. Das ist wieder Preisvorstellung. Und wie gesagt, es ist ja exklusiv. Es ist nicht der München. Das ist wirklich hier, das ist hier totale Selbstüberschätzung. Es ist auch noch ein Netzteilmodul. Es ist ja nur nicht mal ein S-Gerät. Hier so ein selbst zusammengezimmerter Koffer hier. Gehe ich mal von aus. Den hatte sie wohl, ja, kann auch sein, dass sie gekauft hat, diesen Koffer. Ich weiß es nicht. Hier die Originalanleitung. Dann den London-Programm Genius 6830. Die konnte man ja aufrüsten, teilweise diese Computer mit EEPROMs. Also zu diesem Preis nicht. Da muss ich wirklich manchen recht geben, die sagen, man sollte für so gebrauchte Geräte jetzt nicht so wahnsinnig viel ausgeben. Und das ist wirklich erheblich zu viel. Da sieht man witzigerweise noch dieses Programm, mit dem er es gemacht hat, hier diese Bilder, denen er das hier gemacht hat. Das kann man auch einfach mit dem Smartphone aufnehmen. Was soll ich dazu sagen? Also zu diesen Preisen. Wahrscheinlich bin ich der Beobachter da gerade hier. Ja. Das ist wirklich zu teuer. Es ist immer noch ein gebrauchter Schachcomputer. Und wie gesagt, es ist nicht der Porterus 68030. Das ist nicht da mit diesen Propellern hinten dran mit 36 MHz oder was weiß ich. Hier mal ein Vergiss Licht-Mephisto es. wieder mal. Ich weiß gar nicht, was ich davon zu halten habe. Was ist das? Soll das irgendwie Mephisto suggerieren? Aber es ist ja kein Mephisto. Ich glaube, das ist nun auch nur so 4 Kilowatt-Programm. Man hat hiermit wohl versucht, optisch Mephisto zu kopieren, wie schon erwähnt, wegen des Brettes hier dran, wegen dieser Felder hier dran. Ich nehme mal, es ist ein Klappbrett, was dabei ist. Und dann dieses Tastenmodul, das sieht auch sehr Mephisto-like aus, aber schreibt mal in die Kommentare, was das ist und was der überhaupt drauf hat. 4 Schwierigkeitsgrade. Wechsel von Schwierigkeitsgrad und Farbe während des Spiels möglich. Schlag en passant und rochiert. Batterielebensdauer ca. 400 Stunden. Mit Batterie. In Großbritannien entwickelt und hergestellt. Also ich weiß nicht. Könnt ihr mal reinschreiben, was das sein soll? Ich glaube, das ist ein ganz lustiges Programm. Das alleine schon hier. Da müssen wohl noch mehr am Start sein von diesen Geräten. 5 verfügbar. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Ist das Problem. Und für die Sammlung kaufen? Ich weiß nicht. Nachher hast du so ein Gerät da stehen, das Ja, und nichts hiermit beenden kann. wir mal unseren Mephisto-Ausverkauf hier oder was das auch immer sein soll. Sehr viel Mephistos drin. Hier ein Bild, aber es sagt ja alles dieses Bild. Man sieht, das Tastaturmodul ist gut erhalten. Man sieht das Displaymodul. Man sieht die Figuren auf dem Brett. Hier auch die normalen Springer. Also deswegen meine ich, sieht aus wie so ein Rohentwurf. Ein Exklusiv. Mit dem Originalkarton, wie man im Hintergrund sieht. 479 Euro, aber ihr werdet es schon erraten. Geben Sie mindestens 479 Euro an, aber das ist also das erste Gebot. 2 Tage, 13 Stunden noch. Ich weiß nicht. 499 Euro für einen Exklusiv-Polka? Das würde heißen, meinetwegen 300 für das Modulset und 200 für das Brett. Ja gut, es funktioniert, ja gut, es ist original verpackt. Aber ich weiß nicht. Ja, nehmen können kann man viel. Ob man es dann bekommt, ist so eine Sache.
Also das sind aber so Preise, da kriege ich ja den. Ja gut, The King. Ja gut, doch, da kriege ich einen The King Performance für. Man hat natürlich da nicht den Polga, aber ich habe den Polga ja hier stehen. Vermutlich die Originalanleitung dahinter. Und was soll ich da noch groß zu sagen? Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos hier. Sehr viel Mephistos dabei, sehr viel Mephisto ausverkauft. Ich habe erstmal, was ich hier haben wollte. Ich habe übrigens gestern, da werde ich wohl noch ein Video zu hochladen, meine alten München-Figuren, die ich von damals noch hatte. Ich muss mir allerdings, weil ich das mit der Schere geschnitten habe, ist unten am Rand ein bisschen was dran. Ich muss da mal mit dem Korrekturstift dran, mit dem Holzkorrekturstift für helles Holz noch holen und damit das korrigieren. Ich heute in die Stadt fahre. Übrigens, by the way, da hat jemand dir eine Antwort geschrieben in den Kommentaren zu dem zur Preisfrage mit 1991. Schreib dir mal bitte deine Adresse, damit ich das Buch schicken kann. Ich weiß ja nicht, wohin ich das Buch schicken soll. So, und damit bedanke ich mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.